Catania. Die Stadt am Fuße des Ätna soll unser Ausgangspunkt für einen Besuch des Ätna sein. Er ist übrigens mit seinen 3300 Metern Höhe der größte noch tätige Vulkan Europas. Rechts und links einer Zufahrtsstraße sehen wir riesige Mengen erkalteter Lava, die von einem 300 Jahre zurückliegenden Ausbruch des Ätna herrührt. Wir befinden uns jetzt auf der Via dell'Etna, der Etna-Straße. Der Weg führt uns vorbei an Lavafeldern, die von früheren Ausbrüchen des Ätna zeugen. Noch heute liefert dieses Material einen begehrten Baustein. Der Besuch des Ätna erfolgt am einfachsten von Catania aus. Von der Stadt führt eine mustergültig ausgeführte Straße bis auf 1900 Meter Höhe zu den Monte Silvestri, vorbei am Rifugio Sapienza, der Zuflucht, wie sich das Ätna-Hotel gleich neben der Ätna-Seilbahn nennt. Je weiter man hinauffährt, desto spärlicher wird die Vegetation. Nun nähern wir uns dem Ätna-Hotel Rifugio Sapienza. Daneben die Talstation der Ätna-Seilbahn. Die Monte Silvestri, die Ende des letzten Jahrhunderts bei einem Flankenausbruch entstanden sind, kennt jeder Besucher. Aus den untersten der beiden Krater ergoss sich damals ein mächtiger Lavastrom. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche prima,
Eine Kabinenbahn überwindet vom Hotel aus nochmals 1000 Meter Höhenunterschied und endet unweit des Observatoriums, das aber inzwischen bei dem Ausbruch im April 1971 von riesigen Lavamassen zusammen mit einem Teil der Seilbahn verschüttet wurde. A un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. Beim Ausgang der Bergstation steht man unmittelbar vor dem Aschekegel des Vulkans. Der Aufstieg führt vom Observatorium zunächst durch Sande, dann über Laven in nordwestlicher Richtung bis zum Kraterrand. Ob die Kraterfläche betreten werden kann oder nicht, das hängt von der jeweiligen Tätigkeit des Vulkans ab. Sein Gipfel eignet sich nicht zum Aufpflanzen von Fahnen. Auf die Eroberer Siziliens blickte der Ätna immer nur herab. An seinen Kratern gibt es keine Fernrohre zum Geldeinwerfen, keinen Abfallkorb, keine Bank zum Ausruhen. Touristen schreckt Europas größter tätiger Vulkan mit Sturm und Kälte, mit Gestank und viel zu dünner Luft. Neugierige bezahlten mit dem Leben. Den Ätna krönt kein Fernsehturm, kein Kreuz mit den Namen der von ihm Getöteten. Der Wissenschaft entzog er sich bis in unser Jahrhundert. In Catania, der Großstadt am Fuße des Ätna, arbeiten die einzigen Vulkanologen Europas. Ihre seismografischen Apparate registrieren jede Regung des Vulkans. Ihre Berechnungen sagen ihnen, wann ein Vulkanausbruch erfolgen wird, oft sogar, wo er erfolgen wird. Nur verhindern können sie ihn nicht. 1669 tat sich weit unterhalb des Hauptkraters die Erde auf zum größten bisher bekannt gewordenen Ausbruch. Nie zuvor war die Lava so nah bei Ortschaften aus der Flanke des Vulkans gestürzt wie diesmal. Mit der Gewalt eines riesigen Wasserfalls brach der Feuerstrom in Wälder, Gärten und Dörfer ein. In einer Breite von einem Kilometer und einer Höhe von 10 Metern wälzte sich die glühende Lava auf Catania zu. Als sie nach 4 Monaten zum Stehen kam, war Catania unter ihr begraben. Können Sie uns eine kurze Charakteristik des Ätna geben? Ja, also die Vulkane im Allgemeinen kann man in 2 große Gruppen einteilen. Die explosiv tätigen, wie die in Japan, in Indonesien und so weiter, und die, die hauptsächlich nur Lavaströme liefern. Die letzteren sind weniger gefährlich, und zu diesen gutmütigen Vulkanen, könnte ich sagen, gehört der Ätna. Er hat den Vorteil, dass man sehr leicht bis in den Krater hinein kann und alles aus der Nähe beobachten. In den bösartigen Vulkanen wäre das nicht möglich. Und der Ätna ist überdies ein außerordentlich kompliziert aufgebauter Vulkan. Es ist eigentlich ein Vulkangebirge mit ungefähr 50 kleinen Vulkanen drumherum. Also ein ergiebiges Feld für Studium. Man kann von Zafarana aus den rot glühenden Lavastrom sehen. Ist das eine normale Erscheinung oder ist es ein Ausbruch? Ein wirklicher Ausbruch ist es nicht. Denn ein wirklicher Ausbruch ist in kurzer Zeit eine sehr heftige Äußerung des Vulkans, nach der er sich vollständig beruhigt. Und eine Pause eintritt, die auch ein Jahr lang und mehr dauern kann. Während in diese Tätigkeit hier, die Sie beobachtet haben, die geht dauernd vorwärts. Die kann Monate und Jahre lang so weitergehen. Das ist das, was wir eine Dauertätigkeit nennen. Also nicht ein eigentlicher Ausbruch. Die Gase entweichen oben im Krater und schießen diese Lavagarben in die Luft, währenddem die entgaste Lava in einem Kanal abfließt und dann auf der Seite in der Nähe des Gipfels an den Tag kommt und einen kleinen Lavastrom gibt, den Sie gesehen haben. Was sind die Ursachen eines richtigen Ausbruchs? Bei jeglicher vulkanischen Tätigkeit ist die Folge einer eines Freiwerdens der Gase. Die Gase, die sind in der Tiefe, so wie die Kohlensäure in der Seltersflasche, gelöst in dem Magma. Und wenn das Magma nun hochsteigt, kommt es unter niederen Druck. Das ist genau dasselbe, wie wenn Sie den Tropfen an der Seltflasche aufmachen, nicht wahr? Dann spritzt es eben raus. Die Gase sind also, die Entgasung ist die eigentliche Ursache des Vulkanismus.
Ist es möglich, einen Lavastrom abzulenken, sodass er keine Kulturen und keine Ortschaften vernichtet? Unter ganz günstigen Bedingungen, günstigen Geländebedingungen ist das wohl möglich. Man kann Gräben anlegen, man kann Wälle vorher aufschütten, die die fließende Lava ablenken. Aber nur, wenn keine Täler da sind. Wenn der Lavastrom einmal in einem Tal drin ist, dann kann ihn kein Mensch mehr da herauskriegen. Das Ablenken ist im Übrigen eine sehr brenzliche Sache, denn die Behörden haben mich gewarnt, es nicht zu versuchen. Denn wenn ein Lavastrom abgelenkt wird, dann fließt er eben woanders hin. Und da kann er irgendeinen Privatbesitz überfluten, nicht wahr? Der Mann sagt dann, daran ist der Vulkanologe schuld, der diesen Lavastrom auf mein Haus abgelenkt hat. Und dem ist ganz egal, ob dann ein ganzes Städtchen gerettet ist oder nicht. Wenn seine Villa kaputt ist, macht er Krach. Nicht anders war es vor der Zerstörung Catanias. Die Lava hatte sich vor einem Teil der Stadtmauer gestaut. Männer begannen mit Hacken eine Öffnung in den schon etwas erstarrten Mantel der Lava zu schlagen. Die innere, flüssige Glut sollte seitlich abfließen, der Druck auf die Mauern dadurch geringer werden. Da kamen 500 schwer bewaffnete Männer aus der Nachbarstadt Paternò. Sie schlugen die Catanesen in die Flucht, weil sie fürchteten, die Lava könnte auf ihren Ort gelenkt werden. Bald darauf durchbrach die Lava die Mauern Catanias und zermalmte die Stadt. Wir sehen nun den Hauptkrater vor uns. Aus ihm kommen zurzeit nur Schwefeldämpfe, jedoch kann er jederzeit wieder in Aktion treten. Um sein Inneres filmen zu können, musste ich mich auf den Boden legen, an den Kraterrand vorrobben und konnte nun die Kamera über den Rand halten. Die Wände des Kraters fallen senkrecht in eine unergründliche Tiefe ab. Sollte man aus Unachtsamkeit da hineingeraten, es gäbe kein Entrinnen mehr. Und jetzt wenden wir uns dem Nebenkrater zu, dessen Eruptionen wir uns betrachten wollen. Aus sicherer Entfernung schauen wir uns dieses faszinierende Schauspiel an. Mit gesetzesmäßiger Regelmäßigkeit wiederholen sich circa alle 90 Sekunden diese Ausbrüche. Der Betrachter steht staunend und wohl auch etwas ängstlich vor diesem Naturereignis. Je nach Stärke des jeweiligen Ausbruchs können diese glühenden Gesteinsbrocken 200 Meter, ja mitunter bis zu 300 Meter hochgeschleudert werden. Der größte Teil des emporgeschleuderten Gesteins fällt jedoch wieder in den Krater zurück und nur ein geringer Teil rollt außen am Hang herunter. Dieser kleine Krater, ein sogenannter Aschekrater, ist erst im Jahre 1968 entstanden. Er stößt unter ohrenbetäubendem Getöse glühend heißen Schwefeldampf aus. Wer einmal wie wir eine Nacht auf dem Ätna verbringt, der begreift die abergläubische Furcht vor dem zyklopischen, drohenden Berg. In gespenstischem Licht liegen die gewaltigen Flanken des Berges. Mitten im August wehen eiskalte Winde über die Höhen. Rot glühen die Feueraugen aus der Finsternis. Fauchend fahren Erdgase wie aus einer Schmiedeesse zum Himmel. Es regnet Feuer im Land der Zyklopen. Thank you.
Schauspiel nehmen wir alle Strapazen einer solchen Nacht auf uns. Die Lavastraße schlängelt sich wie ein glühender Lindwurm zu Tal. Sie kommt etwas unterhalb des Gipfels aus der Flanke des Nebenkraters. Langsam graut der Morgen. Mit der schwindenden Dunkelheit verfliegt auch der ganze Zauber unseres nächtlichen Abenteuers. Aber dafür wird es endlich etwas wärmer. Der Wind pfeift uns eiskalt um die Ohren und so sind wir immer wieder froh, wenn wir vor dem kleinen Aschekrater uns versammeln und aufwärmen können. Langsam geht die Sonne auf und spendet uns ihre Wärme, die in dieser Höhe zwar spärlich ist, aber von uns dennoch dankbar angenommen wird. Unser belgischer Freund und Zeltnachbar Jack spendiert warmen Tee, den wir gern annehmen. Mit der aufgehenden Sonne wirft der Ätna seinen Schatten aufs Land. Wir machen uns jetzt an den Abstieg. Jeder schaut sich noch einmal um und denkt dabei an das Erlebnis der vergangenen Nacht auf dem Ätna. Auch ich verabschiede mich in Gedanken von meinem Ätna. Jetzt geht es hinunter in wärmere Gefilde und wir freuen uns schon jetzt auf ein Bad im klaren, sauberen Meer.
bei einer Außentemperatur von ungefähr 35 Grad Celsius. Steht unser Jeep, der uns wieder hinunter zum Etna-Hotel bringt, wo unser Auto auf uns wartet.